Also es gibt Fotos von mir, wo ich als so kleiner Mann am Klavier so sitze und oben auf die Tasten haue. Ich glaube, ich hatte da schon immer einen gewissen Drang zu. Ich meine, jeder wird ja geboren mit irgendwelchen Talenten und Neigungen in irgendwelche Richtungen. Und für mich war irgendwie Musik immer sehr wichtig. Es hat mich immer fasziniert. Ah, comment ça se fait que je suis musicien? C'est une très bonne question. Je suis musicien, oui. Grâce à bon Dieu, mais grâce aussi à mes parents. Parce que c'est toute la famille Griot qui font que la musique. Ils vivent que la musique. Il y a plusieurs instruments, il y a le piano, il y a la guitare, il y a, tu vois, il y a le djembé, il y a beaucoup d'instruments aussi. Hein. Mais avec le balafon, c'est encore différent, parce que celle-là, c'est la culture. Ça fait partie de ma culture. Ich glaube, das Spannende, gerade auch beim Jazz, ist, dass man halt nicht weiß, was passieren wird. Dann können halt Ideen zusammenkommen und es entsteht was, womit keiner gerechnet hat. Und das ist auch so der Kick, den man oft sucht beim Spielen. Und wenn man dann mit coolen Leuten spielt und es irgendwie passiert, dann ist das einfach wahnsinnig spannend. Et quand je joue avec lui, je sens que vraiment il me rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il me fait apprendre encore plus le savoir. Et en plus, moi aussi quand je joue, c'est le même ressentiment aussi qu'ils font. Vous voyez, donc c'est ça la musique. Also ich glaube, dass Musik ein ganz besonderes Potenzial hat. Musik ist wirklich was, was unmittelbar verstanden wird. Also es ist eine Art und Weise, sich auszudrücken, die wirklich interkulturell funktioniert. Heute haben wir eingeladen, hat die Stiftung Partnerschaft mit Afrika eingeladen zum Musikprojektworkshop Swinging Opportunities, wo sich deutsche und afrikanische Musiker und Musikschaffende und Musikmanager und Leute, die mit Musik in professioneller Weise beschäftigt sind, sich gegenseitig kennenlernen. Das Ziel der Veranstaltung ist, dass gemeinsame Projektideen entwickelt werden. Wie können deutsch-afrikanische Musikkollaborationen aussehen? Wo kann man gemeinsam was machen und wie kann das funktionieren? Also ich finde es sehr wichtig, dass Leute aus afrikanischen Ländern und Deutschland hier zusammenkommen und gerade im Bereich Musik zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, dass es eine sehr, sehr große Strahlkraft hat und eine sehr große Wirkung hat. Coming here and meeting all others who have been contributing as stakeholders in the sector where we operate and where we want to engage as well. So it is an interesting thing to meet and network and get to put faces to emails and stuff like that. So. Ich finde es super, dass man hier die Möglichkeit bekommt, wirklich genau zu dem Thema eben durch Musik oder durch das Instrument der Musik sich zu treffen und auszutauschen und ganz konkret auch direkt über Projektideen zu sprechen. Das Besondere ist daran, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit früher mal dazu tendierte, deutsche Musiker nach Afrika zu bringen und wo dann meistens so rüberkam, okay, die deutschen Musiker erklären jetzt mal den afrikanischen Musikern, was überhaupt Musik ist. Und das Besondere dementsprechend an dieser Plattform ist, es kommen zum ersten Mal deutsche und afrikanische Musiker zusammen und können sich gegenseitig unterrichten, dass nicht eine Seite die andere nur alleine unterrichtet, sondern dass beide Seiten sich gegenseitig inspirieren und auch unterrichten, was man machen kann. Et moi aussi, je les ai donné aussi mon savoir. Mon savoir surtout, tout ce qui est la musique traditionnelle, Afrique de l'Est. Et eux aussi, ils ont ouvert aussi leur cœur envers moi. Et c'est pour cela que ça m'a fait un grand plaisir encore de partager encore, une fois encore, cette scène avec les Allemands.